So, ein wunderschönes herzlich willkommen zu Clicker Hero Folge 65. Und ja, was soll ich sagen? Wir öffnen mal den Browser. So, seht einfach selbst. weg da. Nani? Aha. Wow. Ja, klar. Nee, ist klar. Ist klar. Ist klar. Gut. Ja. Wir haben. Ich muss sagen, ich habe mit der Ascension, mit der Transcension sehr viel Zeit gelassen und sehr oft ascendet tatsächlich mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie oft sieht man das hier. Nee, natürlich nicht. Weil die letzte Ascension war nämlich Quick Ascension. Deswegen ist jetzt hier auch ein extremer Sprung drin. Man sieht aber schon, ne? Sieht man, wie oft ich ascendet habe? Ascension. Ah, Dark Rituals habe ich komplett aufgebraucht. Genau, World Ascension, Sys Transcension, 12 Stück. Also tatsächlich sogar zweimal mehr als unser bisheriger Max-Durchschnitt. Wobei stimmt gar nicht. Aber ja, gut, okay. Also tatsächlich fast genauso lange. Ich dachte, der Durchschnitt liegt bei 10. Aber gut, die letzten Male ja. Da war 11, 9, also Durchschnitt 10 und dann nochmal 10. Aber da, jetzt haben wir wieder 12. Danke. Was einfach daher rührt, dass tatsächlich ich hatte halt gehofft, dass ich es noch in dieser Transcension bis zu diesen beiden Brüdern schaffe. Das wäre nämlich mein neuer persönlicher Weltrekord. Es ist sowieso alles Rekord. Wir sind bei 280.000. Ich habe also damit all meine Rekorde gebrochen. Lucke hier, ich bin King. Ja, war nicht anders zu erwarten. Die Sache ist, es dürfte ab jetzt auch, das habe ich jetzt schon wie gesagt, in dieser Transcension gemerkt, drastisch langsamer werden. Weil, ich meine, wir können ja mal gucken, wir haben hier ungefähr einen Sprung von knapp 2000. Naja, 1700 und jetzt nur noch 1500, obwohl ich mir hier auch noch mal ein bisschen mehr Zeit gelassen habe. Das heißt, A, die Ascension werden immer länger jetzt, und B, das, was wir bekommen, wird immer weniger. Einfach weil dadurch, dass wir jetzt hier am Cap sind, wird dieser Wert nicht mehr viel größer. Er wird jetzt vielleicht noch hier hinten, die 4 wird jetzt noch auf eine 9 wechseln, Maximum. Vielleicht. Durch die Rundung intern steht es sogar genau 26%. Kann sein, aber viel höher werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Ich habe auch schon ein bisschen was nachgekauft für die letzten Ascension. Ich habe den einfach mal auf Level 4000 gezogen, heißt also davor das Level 1000, das Vierfache. Und hatte ich den hier von Level 50 auf Level 80 gezogen. Dass in der letzten Ascension auch nochmal die Engines ein bisschen preiswerter werden, in der Hoffnung, dass das was bringt. Man merkt, wie gesagt, ein bisschen was gebracht hat. Wir haben in der letzten Ascension noch mal gut 300 gut gemacht. Ja, aber ich hoffe, das hält sich auch so. Ansonsten, ja. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir ascenden, also wir transzenden jetzt, dafür ascenden wir aber erstmal. Tja, und da bin ich mal echt gespannt, ob wir in der nächsten Transcension denn schaffen, auf die, also auf die jetzige Transcension. Nee, noch ist er. Jetzt auf die jetzige Transcension. Gucken, ob ich das bis zu dem, mein, also ich sollte es bis zu diesem meinen Brüdern schaffen, auf jeden Fall. So, ja, sag ich doch. Da hat sich also nicht mehr viel geändert und das ist ja das, was primär, ne, unsere Leistung steigert. Und die steigert sich jetzt nicht mehr. Gut, warum es jetzt bei 26 gecapped ist? Eigentlich müsste es sogar schon bei 25 gecapped sein. Heißt also, hier vorne müsste jetzt ein 24 stehen. Warum der Bug jetzt hier? Keine Ahnung. Aber der eine Prozent. Auf jeden Fall sind wir jetzt, wie gesagt, am Cap. Und damit geht es nicht mehr viel weiter. So. Was mir aufgefallen ist.
fuck, das hätte ich nochmal zeigen können vor der Transcension. Ja. Babos ist nicht endless. Ich dachte ja immer, ne, so wie bei Kumawakamaru, je höher der gelevelt wird, desto mehr Monster, also desto weniger Monster pro Zone hat man. Und bei Babos auch. Je höher Babos gelevelt ist, desto weniger Leben hat der Monster-Boss. So, das stimmt aber nicht ganz so, weil er nicht linear ansteigt, wie ich halt dachte, sondern er bricht, also auch nicht antiproportional, sondern er hat auch ein Cap drin, einen drastischen, und zwar ab ungefähr 600 Boss Life. Heißt also, mehr als 600 Boss Life zieht er nicht ab. Trotz diesem Effekt hier. Das heißt, wenn man den Effekt jetzt mal außen vor lässt, wären es so ungefähr 150 Boss Life. Wenn ich jetzt im Kopf gerade richtig überschlagen habe. Das heißt, die einzige Methode, ihn in höheren Leveln noch weiter zu verstärken, ist, ihn hier noch weiter hoch zu leveln. Das werden wir jetzt also auch machen. Ich schicke den mindestens auf Level 100. Und dann lasse ich mir hier auch noch mal ein bisschen Reserve. Weil tatsächlich, ich habe es in der letzten Transzendenz gemerkt, er hier ist tatsächlich die Stellschraube, an der wir am stärksten drehen müssen. Admin, komplett useless, der ist schon bei mehr als 100%, weit mehr als 100%, den brauche ich nicht. Kumawakamaru ganz genauso, der ist auch bei mehr als 100%. Das hier bringt halt kaum noch was. Keine Ahnung. 3,6 E6, 4,9 E6, naja, vielleicht. Na. Mal gucken. So, hier Ponyboy, noch mehr DPS. Ah, lohnt sich auch nicht wirklich. Tja, ihn haben wir mittlerweile auf 98%. Na gut, wenn ich jetzt vielleicht nochmal 10 Level kaufe, dann komme ich sogar vielleicht über 99%. Und habe damit nur noch. Yay! Wow! Gerade so! Okay, das heißt, jetzt kosten die ganzen Engines nur noch das Hundertstel ihres normalen Preises. Ob sich das lohnt, ich hoffe. So, der hier oben, der bringt mir nicht allzu viel. Da haben mir die ganzen Quick Ascensions jetzt mittlerweile mehr helfen als nicht die normalen Ascensions. Das heißt, das mit dem Idlen nach jeder Ascension kommt nur noch in den niedrigeren Ascensions vor. In den höheren mache ich immer eine Quick Ascension. Von daher können wir den auch so lassen. Der reicht da vollkommen aus, so wie er ist. Und ich würde mal sagen, die restlichen 4.700, die hebe ich mir einfach mal auf. Vor allen Dingen für unseren netten Herr Krakuya Aqua. Arikwa Akrikwa. Für unseren Level 100. Er heißt ab jetzt Level 100. Das ist sein offizieller Name. Genau. Das heißt, ich werde vielleicht Level 100 auf Level 100, 110 heben. Oder ich werde Level 100 auf Level 120 heben. Dann hat Level 100 120 Level. Dann müsste ich ihn umbenennen auf Level 120. Ist ja auch ein bisschen blöd. Dann muss ich wieder zum Standesamt rennen. Ah. Okay, komm. Genug rumgeblödelt. Wir legen einfach mal direkt hier los. Wir haben jetzt nochmal die vierfache Stärke. Ach, siehst du, ich habe gestern Bossfight gemacht. Ich habe, glaube ich, gestern Bossfight gemacht. Habe ich, glaube ich, gestern. Das heißt, wir können uns von gestern die Hero Souls einsammeln. Und heute können wir jetzt auch nochmal Bossfight machen. Ja, ich muss auch bald mal wieder hier. Wir haben bloß noch 1700. Naja, es ist halt. Diese ganzen Quick Ascension sind halt sehr kostspielig. Muss man einfach mal so sagen. Ey, die Preise stimmen. Wow. Danke, danke. So. Fight. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Dankeschön. Und ja, immer ja damit.
kann ich ja, ach komm, wir machen hier, wir wollen ja hier mal hier, also ne, machen wir einfach mal direkt so hier, Dankeschön. Gut, Betty Clicker war jetzt nicht unbedingt die schlauste Entscheidung, die ist die schwächste im Gelied. Egal, reicht erstmal aus. Wir haben mittlerweile so viel DPS-Boost, da ist das komplett. Da könnte ich den Sergei komplett die ganze Zeit auf Betty lassen und trotzdem würden wir hier bis Level 100 durchradern. Ich glaube mal, da machst du nichts. Wer war eigentlich nochmal der Stärkste? Es gibt irgendwie so eine Liste, dass wenn man einen von diesen niedrigeren maximal hochlevelt, dass er, also wenn man alle Helden mit dem zur Verfügung stehenden Gold auf maximal Level bringen würde, also alle, wirklich alle Helden, die man kaufen kann, mit dem jeweiligen Gold, dass dann DPS zu Gold-Verhältnis bei einem der unteren am effektivsten sein sollte. Ich bin mir nicht sicher, es war glaube Alexa oder The Masked Samurai. Einer von den beiden war es, glaube. Und dann gibt es hier noch drei, die fast genauso effizient sind. Da gehört Twibis, glaube ich, mit dazu. Und dann bin ich mir aber nicht mehr sicher, wer dann noch dazu gehört. Also insgesamt halt zwei super starke. Das ist, wie gesagt, glaube ich, Alexa und Masked Samurai. Oder einer von den beiden, keine Ahnung. Und dann gibt es halt noch ja, andere. Also drei andere. Und insgesamt sind die fünf quasi die, die man, ja, wenn man taktisch vorgehen möchte, am ehesten leveln sollte, wenn man in den niedrigen Leveln ist. Oder in den einigermaßen hohen Leveln oder in den ganz hohen Leveln. Keine Ahnung, wie das da genau ist. Ich habe keine Ahnung. Ja. Da gibt es für alles Listen. Ja, ist halt so. So, wir haben Level mal hier ein bisschen. Oha, wir hängen. Oh, bitte nicht, du hast mich enttäuscht. Typisch Frau. So, wir kaufen mal hier direkt die ganzen Sachen. Jetzt wenigstens genau Click-Damage mit dabei. Sehr schön. So, und dann ziehen wir mal die ganzen Viecher nach. Danke, danke, danke. Nein, der muss doch von auf 25. Der hat nur 100. Egal. Das ist sowas von egal. 1, 2, 3. So. Dann wollen wir mal loslegen. 1, 2, 3. So. Okay. Du kommst mal hier weg und der Finger kommt direkt auf den. Oder ich lass erstmal. Oder doch. Wir machen Finger hier auf Abzug. Mach es so. Und wir kümmern uns erstmal hier rum. Yesterday, wait. Nanu? Nani? Habe ich nicht gestern? Oder was schon vorgestern? Nein. Bitte nicht. Na gut, machen wir auf jeden Fall heute mal. Ich hätte schwören können, dass es gestern war. Habe ich was doch schon vorgestern? Ich habe gestern kein Raid gemacht? Fuck. Oder wollte ich gestern Raid machen und habe es dann vergessen? Das ist natürlich noch trauriger. Scheiß dir mal an. Ah ja, gut, okay. Das ist dumm gelaufen. Oh, ja, FG weg hier. Putz meine. Weg, weiter mal. Dankeschön. So, Collect Reward, na, mein 4. Yesterday ist echt nichts drin. Scheiß die Wand dann. Fick die Henne. So, die Frage ist, kriegen wir Kummer Wakamaru? Natürlich nicht. Okay. Alles andere ist auch egal. Kummer Wakamaru ist der einzige, der sich einigermaßen lohnt. So. Okay. Dann gucken wir mal hier. So, und du nochmal 100er Upgrade. Update. Es gibt so viele Wörter. Upgrade, Update, Backup, keine Ahnung. Warum hast du hier so ein scheiß Level? Was ist denn los mit dir? Dankeschön. Das geht aber ja nicht. Ernsthaft? Was ist los mit dir? So, du gehst mal bitte wieder weg. Du kannst direkt mal auf den nächsten gehen hier. Einmal Dankeschön. Oh, Armenhop. Armenhop. Armenhop, du kleiner Wichser.
So. Ach genau, das ist ja der sowieso der, der bis 125 gedingstet werden muss. Na komm, na komm, na komm, na komm. Kein Material. Was? Alter, wie teuer ist denn da unten? Der zieht mir direkt das ganze Gold wieder aus den Taschen. Kann er hier gar nicht schnell genug klicken? Wenn ich überhaupt klicken kann, keine Ahnung. Ha. 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 Noch einmal, noch, komm, noch, komm, komm. 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 Jawohl. Ist der geht doch. Wunderbar, kein Problem. So, du gehst dann mal direkt zu dem hier. Sehr schön. So, hier oben ist alles soweit im. Na, sag mal, was ist denn hier los? Keine Respekto mehr. Respekto Patronum. Hey Ronny, du bist ja voll kreativ, ne? Ja. Übrigens, ich weiß noch nicht, wie ich das überhaupt machen soll. Also, ich werde jetzt, wie gesagt, die Transaction hier, die ist jetzt mittlerweile. Also, die vorige Transaction meine ich doch. Also, die wir jetzt abgeschlossen haben. Die ging ja jetzt gerade mal 2 Tage, in Anführungszeichen. Ich werde aber dennoch dabei bleiben, beziehungsweise dazu wechseln. Keine Ahnung, was ich letzte Folge gesagt habe. Was interessiert jemand meinem Geschwatz von gestern? Dass ich die letzten Folgen, also. Ja. Quasi pro Woche eine Folge hochladen werde. Immer montags. Und ja. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich will mir jetzt einen kleinen Puffer aufbauen. A, es bietet sich gerade an, weil wir sowieso alle 2 Tage hier kratten irgendwie. Also bis jetzt. Kann sein, dass die Transaction jetzt auch schon 3 Tage dauert. Keine Ahnung. Sowieso so was genau Baum und ja, da aber für mir später in ein, 2 Wochen denn Prüfungszeit und so losgeht und ich auch ein bisschen Prüfung Vorbereitung und so, ne? Also ab morgen geht das sowieso, nein, ab übermorgen, übermorgen, genau, ab übermorgen geht da wieder Schule los. Also ist natürlich auch Homeoffice Schule, klar, aber halt trotzdem Schule. Und dementsprechend, ja, will ich da einfach mal mich mehr auf die Schule konzentrieren, was irgendwie auch Sinn macht in der Prüfungszeit. Und dementsprechend will ich jetzt so viel wie möglich vorproduzieren. Deswegen nehme ich auch gerade so viele Folgen bei Mindtest gerade zum Beispiel auf, damit ich da auch einen einigermaßen großen Puffer aufbaue. Nachteil ist, ich habe jetzt einen Puffer von 6 Wochen mittlerweile, ja, aber den brauche ich wahrscheinlich auch. Von daher bin ich da ganz froh drüber. Weil die nächste Zeit wird stressig. Weil Schule, Prüfungen, dann steht auch bald ein Umzug an und so weiter und so fort. Ja, von daher nicht wundern, auch wenn hier innerhalb der Folgen immer heißt, ja, ich habe vor 2 Tagen transcendet. Für euch kommen die Folgen trotzdem alle Woche. Pech. Gut, von daher. Ne. Danke, 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 danke. Danke, warum sind wir hier außerdem? Was ist hier los? Achso, weil wir uns Frostkleber noch nicht leisten können. Huf, habe ich nie gemacht. Ich habe die Finger viel zu weit da unten gesetzt. Frostkleber konnten wir uns doch gar nicht leisten. Nee, nee, nee. Egal, die Russen sind da. Egal, ich will nach Haus. Ja, ich habe mir letztens wieder die ersten paar Folgen, also die ersten Filme von Werner angeguckt. Die ersten zwei, drei Filme, die sind sogar noch voll cool. Ich weiß nicht, so die letzten Filme, also gerade der allerletzte Filme, Eiskalt, der war für mich so komplett. Der hätten die sich echt sparen können. Also, den letzten Werner-Film bitte nicht angucken. Alle anderen Werner-Filme, vor allem die ersten drei, also Werner Beinhardt, Werner Das muss kesseln. Und Werner volles Rohr. Die drei müsst ihr euch unbedingt angucken. Das sind Goldschätze. Na, das ist so richtig Millennium-Humor. Was mache ich hier gerade? Ich wollte doch das hier. Da genau das. So, perfekt. Da, da.
Ja. Und zum Millennium-Humor gehören nun mal auch Russen. So. Tja, das Schöne war damals, ne, so wie gesagt, so Millennium-Humor. Da konnte man sich doch richtig schön über Randgruppen lustig machen. Jetzt natürlich nicht böse gemeint, aber es ist halt wesentlich einfacher zu sagen, ey Gott, die Russen sind da. Und das klingt halt witzig. Als, weiß nicht, irgendwelche super Konstrukte Witze aufzubauen, wo du auch wirklich keine Randgruppe auch nur annähernd beleidigt. Ich meine, es ist ja in dem Moment auch nicht böse gemeint, sondern es ist halt einfach nur in dem Moment funny, lustig. Weil Witze über Randgruppen sind halt die einfachsten Witze, die du irgendwie aufbauen kannst. Das ist genauso wie deine Muttersprüche oder da beleidigst du ja auch nicht direkt die Mutter, sondern ist einfach darauf einen Ausdruck aufzubauen, ist halt das Einfachste, was du machen kannst und dementsprechend unterste Schublade. Simpel, aber effektiv. Und ist natürlich bei Witzen über so Ausländergruppen, gerade damals, wie gesagt, so um die 2000er Jahre, so die ganzen Comicfilme, ja, weiß nicht, dieser typische Spruch, Amis lauf, die Russen kommen. Weiß nicht, ist halt irgendwie. Ich bin keiner, der jetzt die Amerikaner hasst. Donald Trump, darüber könnte man reden. Und ich bin auch keiner, der jetzt die Russen hasst. Der nette Herr Putin. Ist ja gut jetzt. Ja, aber trotzdem ist halt einfach funny. Genau. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind bei Level 174. Ach, siehst du, wir wollten uns Admin holen. Na gut, das können wir uns eh nichts mehr holen. Ich würde mal sagen. Ach, wir haben gerade noch zwei. Alter! Da brauchen wir immer noch ein paar Primal-Bosse, ne? Bis wir hier bei 1.8 sind. Also, wir wollen hier schon unsere nächsten Monster warnen, ne? Gut, andererseits, die Ancients sind jetzt mittlerweile super preiswert. Das heißt, wir kommen alleine hier mit, kommen wir schon mächtig weit. Mal gucken. Ja. So. Ich weiß gar nicht. Bei der letzten Transcension, da war der Wert hier, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, der war irgendwie auf 75 oder sowas. Das heißt, wir hatten noch 25% der ursprünglichen Kosten. Wenn wir jetzt nur noch 1% der ursprünglichen Kosten haben, heißt es, dass sie im Vergleich zur vorherigen Transcension nur noch ein 25stel kosten. Na, ist schon ganz schön heftig. Ist schon ein bisschen krank. Ist schon ein bisschen sehr krank. Kann man schon so sagen. So, genau, hier oben haben wir alles. Ich brauche also los und darauf warten, bis hier nicht mal E8 steht. Das Schöne ist ja, der wird ja von Boss zu Boss weitergezählt, auch wenn es kein Primal Boss ist. Das heißt, der nächste Boss, der haut direkt komplett rein. Habe ich irgendwas gesagt? Gut, wir können transzenden. Danke. So, dann leg du mal direkt hier wieder los hier. Na, gar nicht erst hier lange warten. So, wir machen dann einfach Classic. Einmal alles. Dann machen wir Classic auf 20, was mindestens. Wir kommen auch schon auf 30. Das gleiche natürlich auch bei Kumabakamaru. Bam. So, beim Rest gucken wir jetzt genau nach. Dann können die nämlich jetzt erstmal hier hochfahren. Wir können die erstmal hier machen, was wir wollen. Ist mal schwanzegal. So, und wir gucken mal hier 10.000 schaffen. Digga, wir schaffen sogar 10.000 locker. Ach ja, stimmt ja, nee, eben Quatsch. 10.000 hatten wir sowieso schon die letzten Ascension auch tatsächlich gehabt. Von daher ist das jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Die Frage ist, wie viel würden wir. Gut, bis 400, bis 40.000. 40.000 wären. Was? Doch, richtig. So, und dann nochmal unsere netten Herren. Perfekt. Und schon geht es auch direkt wieder weiter. Sehr schön. Und das, obwohl wir noch kein Monster gekauft haben. Oh, nein, das wäre definitiv falsch. Ich bleib mal hier. Ich mach mal hier wieder manuell. Bei dem Typ bin ich mir immer unsicher. Deswegen machen wir den lieber manuell hier. Damit wir hier, siehst du, der wird nämlich ganz schön schnell teuer. Okay, so lassen wir ihn auch.
Da hat der ein Zehntel von den anderen. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, und die hier setzen wir wieder einfach auf, mache ich mal auf 20.000. Ich denke mal, das ist ganz ordentlich. Okay. So, und dann gucken wir mal hier, was wir jetzt mittlerweile alles kaufen können. Nein, Max, bitte nicht. So. Ah, siehst du, wie sieht es eigentlich aus mit Kisten? Ach, siehst du hier, und die haben wieder einen Wert, ne? Nicht mehr mit Null. Sehr schön. Gold, 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 Cash, 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 da. So, du kommst auf Level 20. Bam. Jetzt haben wir direkt ganz viele Treasure Chests. Haben also nochmal ordentlich Keys, ordentlich Cash, ordentlich Money. So. Schön hier einmal nachwürgen. Ja, wo ich hier oben schon wieder das Ausrufezeichen sehe, hatte ich letztens einen ganz witzigen Fall. Ich habe, habe ich, ne, bei einer meiner letzten Ascension von der vorherigen Transcension, da habe ich, ne, und dann habe ich aber, und habe ich. Ja. Nein. Was wollte ich denn sagen? Genau. Da habe ich quasi, ne, ganz normal ascended, habe meine Helden hochgedingstabumstert, hat dann gesagt, okay, immer gib ihm, habe eine Quick Ascension gekauft. Nein. Keine Quick Ascension. Hier diesen Timelapse, also dieses Ding hier für 8 Stunden da. Ne, da war ich Level 36.000, habe meine Monster wieder hochgezogen, die Guilds umgeschöffelt, wieder 8 Stunden, also wieder 36.000 Level bekommen. War dann irgendwann so Level 72, dann Level 144.000 und dann Level, keine Ahnung was. Also doch, bei Level 144.000 war ich da, glaube. Und dann habe ich ein Guild bekommen. Hier, ein Relikt bekommen. Für fucking Level 1. Also weniger als er hier hat. Bei Level 144.000. Wollt ihr mich eigentlich rollen? Kann es sein, dass die Dinger ab einem bestimmten Level, wenn man die Dinger erst sehr spät bekommt, dass deren Berechnung einfach auch komplett in die Knie geht und die einfach ja, komplett Level 1 haben, obwohl die eigentlich schon Level paar tausend sein müssten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war sehr amüsant. Genau genommen gar nicht, aber okay. Ja. Gut, ich meine, gestört hat mich nicht, weil die Dinger bringen für mich sowieso gar nichts. Aber es war trotzdem schon ein bisschen, wo ich mir so dachte, so. Du weißt aber schon, dass wir hier Menschenrechte haben. Ja, was wir mit denen machen? Mal schauen, vielleicht, wenn wir sie irgendwann mal für irgendwas brauchen, weiß ich, für nur irgendeine Opfergabe oder irgendwie sowas, keine Ahnung. So, genau. Wir haben hier soweit alles. Wir können uns endlich mal um unsere Engines kümmern. Hätte ich beinahe komplett vergessen hier, dass wir noch ein bisschen was offen haben. So, wir haben jetzt eigentlich alle, genau, jetzt fehlen nur noch die ganz teuren. Und die kommen alle auf Level 20. Das heißt, überall 19 Level dazu. Bam. So, Dreierpack. Lololololololol. Nächste Dreierpack. Well. Zweierpack. So, hier haben wir wieder einen, genau. Also bloß einer. Und dann die restlichen drei, die hier unten irgendwo rumschlungen. So, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Perfekt, haben wir alles. Sehr schön. Tja, und auch jetzt. Nee, doch. Was? Ja, doch, das hat was getan. Genau. Ein Level müsste jetzt normalerweise 40.000 kosten, weil ein Level kostet immer so viel, wie das aktuelle Level ist. Plus 1. Aber gut, der, also 40.001 ist jetzt egal. Auf jeden Fall müsste er mindestens 40.000 kosten, kostet aber jetzt nur noch unter 400. Heißt also, ja, der rechnet hier tatsächlich auf die Kommastellen, genau. Das ist ein bisschen geil. Gut, ich meine, ob jetzt nur 99% oder 99,99
99,01% abgezogen werden, ist auch egal, komplett. Aber ja, wenn wir hier zum Beispiel später irgendwann 99,5% erreichen sollten, dann haben wir auch tatsächlich 99,5%. Und nicht, dass es irgendwie abgerundet wird auf intern 99%, wie es ja hier gerne auch angezeigt wird, ne? Boss Health 0. Yay! Leider ist das Minimum von 2. Finde ich voll unfair. Warum kann das Minimum nicht bei 5? Warum kann das Minimum bei dem Boss Health nicht bei 2 liegen oder sowas? Warum bei 5? Ist so scheiße. Mann, oh. Gut, andererseits, ich meine, wir haben ewig Zeit für so eine Bosse. Wir haben irgendwann einfach. Alter, die Skills! Ich muss mal aufschreiben, was ich euch mal immer zeigen möchte. Wir haben in den hohen Leveln, wenn diese Viecher hier, die waren ja hier zuletzt, nee, nicht der, also die halt diese Skills verlängern. Hier, ne, so wie der Typ hier. Blablabla Sekunden für Lucky Strike. So, der Typ hier, ne. Wenn die irgendwann so extrem hoch waren, wie sie bei mir waren, ich hatte einfach, hier stand drauf, so ungefähr, wo ist Lucky Strike? Da. Aha, 50% Chance, Kritik, blablabla, für 34.000 Sekunden. Das ist einfach mal fast ein halber Tag. Ein Tag hat 86.400 Sekunden. Das heißt, das war ein halber Tag. Das war fast ein halber Tag. Das waren fucking 12 Stunden ungefähr. Deswegen hatte ich auch in letzter Zeit die Autoklicker gar nicht mehr hier drauf gehabt, sondern hatte alle 6 Autoklicker hier drauf, also abzüglich den einen, den ich jetzt im Leveln benutze. Aber die restlichen 6 hatte ich alle hier drauf und habe die immer nur noch manuell angeklickt, weil wenn ich die eh nur alle 12 Stunden einmal anklicken braucht, dann brauche ich doch keinen Autoklicker mehr drauf. So what, also. Ja, fand ich, als ich das gemerkt habe, doch sehr geil irgendwie. Also einfach mal 12 Stunden Wirkzeit, das ist ein bisschen krank. Das ist ein bisschen total krank. Das ist krank. Ja, das ist krank. Okay, gut, du bist mittlerweile auf Level 19.000. Wir können dir auch mal ein paar Guilds geben, fällt mir gerade mal hier auf. Da haben sich ja mittlerweile ein paar angesammelt. Open all. Und dann geben wir einfach mal dir alle. Dann hast du 83 Guilds. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So, du wieder auch auf Abzug hier. Wie sind wir hier? Naja, könnte besser sein. So, ja, dann haben wir eigentlich alles soweit durch. I hope. Komm, Level 1000 schaffen wir. Das wird ein knappes Ding, aber wir schaffen es locker. Wow, das wird ein knappes Ding, ehrlich gesagt. Ja, nach jahrelangen Kämpfen haben wir es geschafft. Digga, was geht? Sehr schön. Sehr geil das Ganze. Finde ich in Ordnung. Kann man so machen. Okay. Mehr ist hier auch nicht mehr zu machen. Wir haben soweit alles. Dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich mal ganz herzlich, freundlich, gar nicht. Oh, 50.000. Boom. Yay, yeah, easy. Ja. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche halt wieder. Und ich hoffe, ich weiß nicht, ne, wie gesagt, mittlerweile sind wir hier extrem am Cap, also die Transcension wird jetzt nicht viel weitergehen als die letzte Transcension, weil das Einzige, was wir jetzt halt noch am Booster haben, sind die Sachen, die wir hier, die Ancient Souls, die wir bekommen, die wir hier verwursten können, aber seien wir mal ehrlich, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, also, was willst du da sagen, ich meine, selbst wenn die Ancients jetzt halt nur noch das 25. kosten von davor, ja, damit schaffen wir vielleicht 1000 Ebenen. Das sind so vielleicht ein paar Ancient Souls. Also eine Handvoll vielleicht. Mehr nicht. Und ansonsten hier, den hier auf das Vierfache. Ha. Ah, also. Ich hoffe sehr. Nee. Wir werden definitiv nicht bis 7000 kommen. Das werden wir sowas von nicht schaffen. 7000 werden wir nie im Leben schaffen. Ne, weil es wäre jetzt hier eine 1700, 1500, wenn wir jetzt nochmal 1500 schaffen würden, dann würden wir bis 7000 kommen, aber schaffen wir nicht. Wir können froh sein, also ich sag mal 1000 werden wir vielleicht schaffen. Ich hoffe, wir schaffen mindestens 1000, also damit 6500.
Mal gucken. Bin ich echt ein bisschen selber gespannt, wie stark hier noch der Fortschritt, der Vorstoß ist quasi. That's what she said. Ja, von daher gucken wir mal. Weil die Sache ist halt auch, die Ascension werden es halt immer und immer und immer länger. Oder ich mache immer Quick Ascension, aber das wird immer teurer und teurer und teurer und teurer. Und sie haben nur noch 1700. Weil das Problem ist ja auch, wenn ich diese Quick Ascension mache, dann kommen ja auch keine neuen Rubine mehr rein. Das heißt, am Anfang mache ich noch normale Ascension, weil die da noch relativ kurz sind. Das heißt, da kann ich ordentlich Rubine farmen. Aber sobald ich dann anfange mit Quick Ascension, hört es dann mit den Rubinen auch wieder auf. Das heißt, die Rubine dürften jetzt vielleicht noch für zwei Transcension reichen und dann sind die Rubine wahrscheinlich auch schon leer. Also für die Transcension und dann für noch eine. Und dann sehen wir graus. Dann muss ich mal gucken, ob ich dann noch sage, okay, das reicht fürs Let's Play zu Ende, Feierabend, Bambuse, oder einfach sage, okay, Quick Ascension geht halt nicht mehr. Die Folgen werden also ganz schön lange Pausen haben, einfach weil ich die Ascension legit machen muss. Das heißt, mit pro Ascension 4 Tage mittlerweile, dann. Ja, und wenn eine Ascension alleine schon 4 Tage dauert, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass eine Transcension mit 20 Ascension, also gut, die ersten 10 gehen ja relativ schnell, aber die letzten 10, die dauern ja wie gesagt ewig. Und angenommen, die letzten 10 Ascension dauern im Durchschnitt wirklich nur 4 Tage. Ja, merkt man, ne? Da dauert eine Transcension alleine einen Monat. Also entweder werde ich dann wieder dazu wechseln mit, okay, ich nehme trotzdem pro Woche eine Folge auf und zeige dann quasi immer, wie weit ich dann halt schon bin in der aktuellen Transcension, dass wir einfach sagen, okay, egal wie weit ich bin, pro Woche fest eine Folge mache ich trotzdem. Oder aber wir gehen halt wirklich runter auf irgendwann nur noch einmal eine Folge pro Jahr oder so, keine Ahnung. Wohin das noch führen wird. Wie gesagt, ich war noch nie so weit. Ist jetzt ein neuer Rekord für mich. Ich bin also jetzt auch in ungewissen Gewässern. Was? Keine Ahnung. Ja, von daher würde ich mal sagen, gucken wir halt einfach mal. Gucken wir einfach mal. Gut, in dem Sinne, tschüss, ciao mit V und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Die Folge wird für euch auf jeden Fall wahrscheinlich. Die Woche, nein, die Folge wird für euch höchstwahrscheinlich nächste Woche kommen. Wie gesagt, wenn nichts Großes dazwischen kommt, man weiß ja nicht. Gucken wir mal. In dem Sinne, schau mit V.